Wir leben hier im Sachenrecht. Eine Sache sind Gegenstände, ein Stein, ein Stück Scheiße oder ein Schwein oder eine Bakterie oder hier so ein Messer, das ist eine Sache. Oder hier ein Löffel, das ist eine Sache. Oder hier so ein Ladegerät, das ist eine Sache. So ein kleiner Fotoapparat ist eine Sache. So ein paar Taschentücher, das ist eine Sache. Also wir leben hier im Sachenrecht. Und in eine Sache. Du böses Messer, du blödes Stück Scheiße, du bist ja doof. Du bist ja ein Arschloch, du bist ja ein Wichser. Kann man eine Sache beleidigen? Hat eine Sache irgendwie Rechte? Irgendwie eine Sekunde lang? Hat eine Sache ein Recht? Und in diesem Rechtssystem sind wir. Wir sind im Sachenrecht. Und im Sachenrecht hast du weder Eigentum noch Besitz. Du besitzt gar nichts. Deine Kinder gehören dir nicht, deine Frau nicht, nichts gehört dir. Dein Haus gehört dir nicht. Und der Richter, wenn er dich vorlädt, der verhandelt bei dir in einer Sache. In einer Sache. Darin verhandelt er. Also für die bist du eine Sache. Und die wissen das. Also kann mir keiner sagen von diesen 8-jährigen Studenten, dass die das nicht wissen, den Unterschied zwischen einer Sache und einer natürlichen Person. Das wissen die. Die können natürlich auch rausgehen vor die Gerichte und sich öffentlich entschuldigen und dann wieder reingehen. Dann bleiben sie mal einen Tag draußen, zeigen das mit Plakaten. Dann steht das Volk hinter ihnen und dann könnt ihr auch wieder so ein bisschen Recht sprechen. Weil dann steht ja jemand hinter ihnen. Nicht mehr der Bürgermeister, der ist ja das sind alles Parteiidioten. Oder die anderen Beamten. Aber ihr müsst euch das Recht wieder selbst geben. Und mit einer Paragraphe unterschreiben, ja, das ist ja hier, das ist ja nichts. Das weiß ich selber. Dass die nicht gilt. Ja, da musste ein vollständiger Name stehen. Und da schreibst du deinen vollständigen Namen hin. Vorname, Nachname. Und wenn du noch einen Zwischennamen hast, dann auch noch. Und wenn du drei Namen hast, dann eben 3 oder 4 oder 5. Und dann brauchst du noch Zeugen. Ne, 2. Und wenn du es ganz genau machen willst, dann nimmst du noch einen Daumenabdruck, einen roten, ne? Und wenn du unterschreibst, dann nimmst du auch keinen Kuli, sondern einen blauen Füller. Ja, und dann ist es nachher rechtens in diesem sogenannten Recht. Aber selbst das macht er nicht. Das, was euer sogenanntes Recht ist, ne, das tut er ja auch noch hintergehen. Weil ihr genau wisst, dass es Sachenrecht ist. Ihr handelt wider besseren Wissens. Und eine Sache hat nun mal keine Rechte. Also sie wollen ja viele nicht begreifen, dass sie kein Eigentum haben, keinen Besitz. Sie glauben es nicht. Aber mal ehrlich gesagt, der Zug, der fährt nicht mehr rückwärts. Das könnt ihr mal vergessen. Die Zeit ist abgelaufen. Ihr könnt die Uhr nicht zurückdrehen. Könnt ihr vergessen. Hier, fickt euch. Das Sachenrecht hat abgegessen. Wir machen unser eigenes Rechtssystem. Und entweder seid ihr mit dabei oder dagegen. Wir machen wieder das Naturrecht. Ne? Unser Stammesrecht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wenn das dann eingeführt ist, mein lieber Schwan, wollen wir mal gucken. Da werden wir uns mal die richtigen Leute krallen. Und nicht, dass sie denken, die haben die Strafe nach 7 Jahren abgesessen. Oder nach 3 oder wieder Edati. Ich habe eine Strafe bezahlt. Ich musste Bösengeld zahlen. Tittengeld. Obwohl das ist der Busen, das sind die Titten. Ja, so ist das hier. Wir sind eigentlich alle schweinereich. Wer nur eben arm gemacht, ne? Auf der ganzen Welt ist es so.
Jetzt gibt es ja welche, die gucken auf die Ukrainer, dass sie hierher kommen, alle dicke Autos fahren. Wir können doch mal sehen, wie arm wir Deutsche sind, wie arm sie uns gemacht haben mit diesen Steuern. Steuern ist Rauben, legales Rauben in diesem Dingsda-Bumsein, ne? Also vor allen Dingen die Größe, die ist ja schier unendlich. So also ein Glas voll mit Limonade, jedes Molekül mit 80%. Müsst ihr euch überlegen, das, anders geht's nicht. Weil die kennen ja keine Pause im Rauben. Im Vergewaltigen kennen die keine Pause. Ein Bußgeld ist eine aktive Vergewaltigung, was diese Richter machen. Und Richterinnen. Und sie wissen das. Und sie handeln wider besseren Wissens. Die halten nichts davon. So eine Leute brauche ich nicht. Also die sind für mich wertlos. Das sind alles nutzlose Häser. Wozu sind die denn noch Gott? Ich brauche auch keinen Lehrer, der den Kindern sagt, wir stammen ab von den Affen. Die Frauen sind alle Schweine und die Kinder stammen ab von den Kakerlaken und von den Bakterien. Wir sind mit allen verwandt. Das könnt ihr mal vergessen. Ich jedenfalls nicht. Und die meinen auch nicht. Die habe ich alle schon überzeugt. Und alle Kinder, denen ich das so richtig erklärt habe, die wissen das. Die Uhr könnt ihr Assis nicht mehr zurückdrehen. Der Zug ist abgefahren für euch. Der ist weg. Könnt ihr mal vergessen. Das goldene Zeitalter ist angebrochen. Ne, wo alles wieder mit Gold bezahlt wird. Haben wir natürlich auch ein anderes Finanzsystem. Eins ohne Schulden und ohne Zinsen. Weil das Geld, was die uns sozusagen aufs Auge gedrückt, das tun die ja schreiben. Die schreiben auf ein Blatt Papier 10 Millionen, 10 Milliarden. Und dann sind die ja immer da. Aus dem Nichts, da steht nichts dahinter. Das ist, boy. Der Wert des Geldes sind die mit den zwei Händen, ne? Und da oben drin, ne? Das ist der Wert des Geldes. Das Geld selber hat keinen Wert. Noch nicht mal, wenn es aus Gold ist. Dann hat es den Goldwert. Oder aus Silber. Ja, so ist das. Wenn du ein Haus gebaut hast, ist der Wert das Haus. Wenn du einen Stuhl hast, der Stuhl. Wenn du ein Brot gebacken hast, das Brot. Eine Torte, die Torte. So ist das. Und nicht anders. Das, was die schreiben, das ist nur wertloses Zeug. Was sie uns dann auch noch aufs Auge drücken. Jeder von uns hat 20 Millionen Euro auf dem Konto, auf dem Strohmann-Konto. Aber das wollt ihr ja auch nicht begreifen. Das Strohmann-Konto, das ist eure Versicherungskarte. Da steht ein echtes Bankkonto dahinter. Mit 20 Millionen Euro drauf. Ein echtes. Jetzt könnt ihr vorstellen, was ihr von den Banken zu halten habt. Von den Banken, von den Sparkassen. Und von den Richtern und von den Staatsanwälten, die nichts dagegen unternommen haben. Gegen diesen gigantischen Raub. Ja, das ist ja gigantisch. Das ist ja nicht unbedingt wenig, wenn jeder von uns 20 Millionen Euro auf dem Konto hat und er kommt nicht ran. Und dann haben wir nachher noch Leute, die unter der Brücke schlafen mit 20 Millionen Euro auf dem Konto. Das müsst ihr euch mal reintun. Das müsst ihr euch mal reintun. Wir haben keine Rechte, keinen Besitz, wir haben nichts. Die haben uns einfach alles geklaut. Das holen wir uns wieder und denen lassen wir nichts. Unsere Ostpreußen haben uns geklaut, das wollen die Russen uns wiedergeben. Da haben die da gesagt, nein, das wollen wir nicht zurück, die Altparteien. Das waren die Altparteien und die Kirche war auch mit dahinter. Also, wir haben so viele Feinde, allerdings viel Feind, viel Ehre. Wir haben einen Haufen Ehre. Unsere Ehre ist riesengroß. Gegenüber diesem ehrlosen Gesindel. Jetzt habt ihr wieder was gehört und gelernt. Ich habe mir wieder so richtig den Mund fusselig geredet. Ja, habt ihr wieder eine Runde zu diskutieren.